We have to educate each other. Wir müssen uns gegenseitig informieren. Wir müssen diejenigen würdigen, die die Wahrheit ans Licht bringen. Und diejenigen verurteilen, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen, die Welt, in der wir leben, zu verstehen. Thank you, everyone. I'm really moved. Thank you for being here. Ich danke Ihnen allen. Ich bin wirklich gerührt. Danke für Ihr Kommen. Wenn man mich nach meinem Befinden fragt, weiß ich nicht so recht, wie ich antworten soll, denn die meiste Zeit geht es mir eigentlich gut. Aber es ist schwer. Auf den Tag genau einen Monat ist es her, dass Julian und ich im Belmarsh-Gefängnis geheiratet haben. Ein schöner und glücklicher Moment für uns inmitten all dieses Grauens. Und wenn es etwas in dieser Erfahrung gibt, das immer klarer und deutlicher geworden ist, dann ist es, dass neben all dem Schrecken auch Menschlichkeit, Mitgefühl und Anstand vorhanden sind, die man nicht aus den Augen verlieren darf. Was sie Julian antun, ist barbarisch, aber es weckt in normalen und anständigen Menschen, in Menschen, die einen Sinn für Menschlichkeit haben, das dringende Bedürfnis, ihre Abscheu zu bekunden, dass dies nicht toleriert wird. Ich bin im südlichen Afrika aufgewachsen und meine Eltern waren im Kampf gegen die Apartheid aktiv. Als Kind ging ich zu Kundgebungen und sang die Befreiungslieder und rief Freiheit für Nelson Mandela. Und Nelson Mandela war 27 Jahre lang in Haft. Und ich kann Ihnen sagen, dass die Menschen 15 Jahre nach seiner Inhaftierung der Meinung waren, dass er vielleicht nie freigelassen werden würde. Doch er wurde freigelassen, weil anständige Menschen in diesem Fall auf die Straße gingen und für seine Freiheit eintraten. Und sie sagten, dass sie auch dann nach seiner Freiheit riefen, wenn sie die einzige Person auf dem Platz waren, die danach verlangte. Und ich kann Ihnen sagen, dass, obwohl Nelson Mandela als allseits anerkannter Held dargestellt wird, viele Menschen während seiner Gefangenschaft tatenlos zusahen und schwiegen. Nach seiner Freilassung wollten alle beteuern, dass sie sich für ihn eingesetzt hatten und dass sie vernünftig handelten. Es bedarf einiger weniger anständiger Menschen, um den Weg zu weisen und zu zeigen, für was wir einstehen, denn wir schaffen die Realität selbst. Als Julian das Kollateralmordvideo veröffentlichte, ehrte er das Andenken an die Menschen, die getötet wurden. Als er die Protokolle des Irakkriegs und des Afghanistankriegs veröffentlichte, ehrte er die Zehntausenden von Opfern, die nicht einmal anerkannt wurden. Diese Veröffentlichungen gehören nicht der Vergangenheit an, denn diese Verbrechen bleiben unbestraft. Die Kriegsverbrecher wurden nie vor Gericht gebracht. Die Geschichte von WikiLeaks ist einfach. Ein Verlag, der beschlossen hat, sich auf die Verbrechen von Staaten zu spezialisieren. Auf Folter, auf die Tötung von Unschuldigen in Kriegszeiten. Und diese Veröffentlichungen verärgerten die US-amerikanische Supermacht so sehr, dass die Vereinigten Staaten Rache nahmen. Und das mit voller Härte. Mit allen Mitteln, die nötig sind, um nicht nur einen Mann zu vernichten, sondern auch das, wofür er sich einsetzt. Und das ist das Recht der Öffentlichkeit zu erfahren, wenn Staaten Verbrechen begehen. And that is the public's right to know when states commit crimes, when we defend Julian. Wenn wir Julian verteidigen, wenn Sie Julian verteidigen, dann verteidigen Sie nicht nur den Respekt und die Erinnerung an all die Menschen, die getötet wurden, sondern Sie verteidigen auch unser Recht auf eine Zukunft, in der wir frei sind. Frei, über staatliche Verbrechen zu sprechen. Free to speak about crimes when they're committed by states. Was Julian angetan wird, ist ein Verbrechen. Das Gesetz wird missbraucht, um ihn Jahr für Jahr zu inhaftieren, weil er das Richtige tat. 3 Jahre in Belmarsh. Wann wird das enden? Julians Fall wird Rechtsprechung schaffen.
der Umfang unserer Pressefreiheit, unseres Rechts auf Informationen, die im öffentlichen Interesse liegen, wird davon abhängen, womit sie ungestraft davonkommen. Wir befinden uns jetzt in einer Phase, in der Staaten viel mächtiger sind als noch vor 10 Jahren. Der Überwachungsstaat ist mit privaten Sicherheitsinteressen, Konzerninteressen und den Interessen der Tech-Giganten vereint und unsere Freiheiten als normale Bürger sind unglaublich eingeschränkt. All unsere Freiheiten sind mit Julians Freiheit verbunden. Ich bitte Sie alle weiter für Julian zu kämpfen. Dieser Kampf muss stetig neu erfunden werden. Wir müssen unsere Solidarität zeigen. So entsetzlich auch die Ereignisse sind, die Julian angetan werden, so ist es doch auch eine Gelegenheit für uns, andere anständige Menschen zu erreichen. Andere Menschen, die an etwas glauben, die an unsere Freiheiten glauben und die daran glauben, einen Mann zu verteidigen, der uns alle verteidigt hat. Und das sind nicht nur wir, sondern Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Die andere Seite will uns etwas anderes weismachen. Das ist ihr Vorwand und es ist nicht wahr. Wir sind Millionen von anständigen Menschen, denn Julian hat so viele Menschen erreicht. Er hat so vielen Opfern von Kriegen, Opfern von Menschenrechtsverletzungen geholfen. Und das wird uns niemand nehmen. Wir werden diesen Kampf gewinnen. Wir müssen diesen Kampf gewinnen. Freiheit für Julian Assange. Free Julian Assange.